Also da sind Erinnerungen an gewürgt werden, aber auch unter Wasser gehalten werden und dass sich eine Kapazität entwickelt hat, sehr lange ohne Luft auszukommen. Ich habe mich immer gewundert, woher kommt das? Und dann kamen eben Bilder dazu und das waren ein paar, oder das, also Menschen, also es hat sich immer nach männlichen, nach Männern angefühlt, die um mich herumstehen und bei wohl Ritualen, wo ich liege und einer der krasseren Erinnerungen war, dass Organe auf meinen, also es sah erstmal aus für mich, in meinem, wie es mir dargestellt wurde, mir ein Baby gegeben wird und es fühlt sich an, als wäre es mein Baby, aber oder das wurde mir so gesagt und es wurde mir dann auf den Oberkörper gelegt und dann konnte ich aber fühlen, dass es tot war und auch eigentlich eine Tötung auf meinem Körper passiert ist. Auf jeden Fall konnte ich fühlen, wie das Blut und das Feuchte an meinem Körper runterlief und langsam abkühlte. Diese Eindrücke waren da und die Erinnerungen waren dann oft mit höchster Erregung und emotionaler ja, Beteiligung. Also ich habe, das ist auf Zeit versetzt. Das Emotionale kommt zu einer anderen Zeit als diese höchste körperliche Übererregung. Ja, und also manchmal kam dann also auch andere Bilder, also gewürgt werden mit schon einem Gesicht vor mir. Ich habe es immer Politikergesicht genannt. Ich wusste nicht, woher dieses Wort kommt, aber Politikergesicht kam mir. Ich konnte es nicht anders beschreiben. Also, aber ich kenne diese Person nicht, würde vielleicht auch nicht erkennen. Also da waren auch Erinnerungen von Elektroschocks in einem weißen Raum, wie ich es so genannt habe, der sehr heller, also nicht warmweißer, sondern wie nennt man es, kaltweißes Licht. Der Raum ist komplett leer, aber alles ist schlicht und weiß gehalten und ich bin auf einer Metallunterlage und ich sehe ein Gerät und einen Spiegel an der Wand. Und jetzt im Moment würde ich sagen, dieser Spiegel war nur einseitig durch schaubar und ich hatte Elektroschocks damit in Erinnerungen, die damit kamen. Ja, und als ich damit therapeutisch und mit mir selbst, mit meinen Methoden, die ich mir in der Zwischenzeit angeeignet habe und die mir helfen, das einfach zu integrieren und nicht immer wieder in den Flashback-Schleifen zu sein, gerade in diesem letzten Sommer, da ist ein Riesenschritt passiert und ich hatte nicht mehr diese ganz krassen Zuckungen im Körper, die bis dahin einfach mich jahrelang nachts und tags ja, eingeholt haben. Und die haben sich dann ganz stark verändert, als ich das ernst genommen habe, dass da eben Elektroschocks auch beteiligt waren als Methode. Es waren Szenen, wo ich mich erinnere, dass da Kinder, andere Kinder waren. Aus meinem Gefühl war ich älter, aber das ist sehr tricky, weil oft kommen Gefühle, dass man älter ist, als eigentlich zu der Zeit war. Und diese Kinder hätte ich in verschiedenen Altersgruppen eingeschätzt, 3, 5, 4, und die waren in weiß gekleidet und die waren rechts von mir und ich hatte einen rostigen metallenen Pfahl in der Hand und ich meine meiner linken Hand, obwohl das nicht meine Haupthand ist und ich hatte also unfassbar unbeschreibliche Schuldgefühle, dass ich den Kindern was angetan habe oder werde oder ich ihnen nicht helfen kann. Ich sehe aber keine Tat, aber ich weiß, ich habe hier mit diesem Metallpfahl, der war
ich kann es auch jetzt sehr stark fühlen, die Qualität davon, und dass er eben rostig war und das Gewicht recht groß war. Und ja, in dieser therapeutischen Sitzung, in der das kam, ja, das absolut wahnsinns hohe Erregung damit verbunden und ganz schwer, sich dem auch das durchkommen zu lassen. Und ja, Gott sei Dank habe ich da viel in der Richtung gearbeitet, dass ich es überhaupt halten konnte, die Intensität. Ich ja, habe sonst nichts gesehen, auch kein Blut, aber ein großes Wissen darüber, dass irgendwas Schlimmes angetan wurde. Und es war, genau, noch eine andere Sache, die mit dem kleinen Hund zu tun hatte, wo ich deutlich sehen konnte, und aus irgendeinem Grund ist das immer am emotionalsten von all den Erinnerungen, die ich hatte, irgendwie, wenn ich davon erzähle. Auch da habe ich nicht gesehen, was passiert ist. Also das, entweder war ich dann vom Bewusstsein weg oder mit Drogen beeinflusst. Ich weiß, dass es so Eindrücke gab, dass mir entweder ätzende und ganz scharfe Flüssigkeiten den Hals runterliefen. Und ich dachte erst, es ist was Ätzendes, aber es konnte auch scharfer Alkohol gewesen sein. Und aber mit diesem jungen, kleinen Hund, noch sehr klein, aber ich weiß, dass er schwarz-weiße Flecken auf dem Bauch hatte und ich ihn den Bauch sehe, und die Welpen haben ja auch so nackige Bäuche. Ja, und damit sind, wie ich es jetzt auch fühle, irgendwas sehr Drastisches verbunden. Und aber ich, die Bilder zu der Tat, die dann vielleicht passiert ist, dass dieser Hund von mir getötet, geschnitten, erstochen werden musste, das habe ich noch nicht in Erinnerung. Oder ja, also solche Methoden waren wohl auch dabei. Sachen, an die ich mich erinnere, ist, dass ich sehr, sehr, sehr genau beobachtet wurde. An dieser Eindruck, und dass das auch was sehr Übergriffiges ist, obwohl man sagen würde, das ist, ist doch nicht körperlich schlimm, aber dass mehrere Augenpaare ganz intensiv oder ein Augenpaar ganz intensiv auf mich schauen und sich auch der Eindruck ist, dass sich diejenigen total dran aufgeilen, an jeder kleinsten Reaktion, die ich habe. Also jede kleinste Erregung oder emotionale. Ich habe auch gelernt, nichts zu zeigen, also keine Reaktion zu haben. Und deswegen wurde dann aber umso genauer geschaut. Und da verschwimmen dann irgendwie Sachen wie, wer bin ich eigentlich, wer ist der Täter? Ich bin der Täter, das ist ein ganz starker Eindruck, und ich muss mich dem auch hinschenken irgendwie, und das ist meine Lebensaufgabe. Und genau, da waren noch, eine Sache hatte ich gerade noch, die ich sagen wollte, also Orgien, genau, es waren Erinnerungen an Orgien, aber irgendwie waren die so normal, dass ich die nicht als das Schlimmste in Erinnerung habe. Ich habe auch so viel Therapeutisches durchgearbeitet, dass es sich wie, ja, ist doch da nicht schlimm, hab's doch durchgearbeitet, dann ist das nichts Schlimmes. Und das ist eins eigentlich fast der Schlimmsten an dem Ganzen, dass ja so auch ein Eindruck entsteht, ist ganz schwer in Worte zu fassen, aber ich habe gar kein Recht zu leben. Also das kann ich weiterhin noch nicht in Worte fassen, aber das fällt mir ein, wenn ich an diese Orgien denke oder das vaginal, anal, oral eingedrungen wurde, aber oft auch nur zum Beispiel mit dem Finger, weil damit es nicht sichtbar ist. Und bei einer früheren Erinnerung, wo ich noch überhaupt nicht an rituelle Qualitäten der Gewalt gedacht habe, da war eine Erinnerung, die sehr stark war, dass ich selbst einen Finger bei einem Baby in die Scheide schiebe, obwohl ich nicht
jetzt wirklich nicht sagen kann. Es war so real, dass ich das, ich konnte es so deutlich an meinem eigenen Finger fühlen, dass, ja, ich es sich sehr danach angefühlt, dass ich Täterin bin. Und das kann auch sein, aber es kann auch sein, dass ich dissoziiert war in die Sichtweise eines Täters. Also das, dieses Phänomen gibt es nun mal auch. Oder auch ich zugesehen habe, wie eine junge Frau also sehr sinnlichen Sex mit einem Täter hat. Und das war eine aus irgendeinem Grund sehr schwere Erinnerung, also die, an die ich nun ja, schwierig dran kam, aber die irgendwie wichtig war. Und ich auch da nicht sagen kann, auch eingeordnet in welche Altersgruppe, mit welchen Alters, also mit welchem Alter war ich denn eigentlich? Und mein Gefühl war, ich war eher im Kleinkindalter, als diese ganzen rituellen Sachen waren. Und dann später erst im Jugendalter oder Kindalter zwischen 9 Jahre alt mit dem Vater eher in Sachen, die nicht in rituellen Kreisen waren, aber dass da dann auch Vergewaltigungen waren. Aber also meine Eindrücke waren sehr immer wieder mit Innenräumen und dunkel und schon große Räume in Dunkelheit. Da waren auch Szenen mit Feuerquellen da, ein Ritual, wo ich irgendwie auch auf eine Art Thron oder höher gestellten Sitz gesetzt wurde mit sehr langen Kleidern, also großen, eigentlich zu großen Kleidern. Und ja, also eben sehr großer Raum zu sein, der durchaus auch im Untergrund sein konnte. Und ich habe eine sehr klare Erinnerung, dass ich in eine Holzkiste getan wurde. Und die fühlte sich auch mal, als wäre es eher im Untergrund, obwohl ich auch manchmal das Gefühl hatte, das hätte auch draußen sein können, irgendwie auch in die Erde vertieft. Genau. Ansonsten dieser weiße Raum, von dem ich schon gesprochen habe, aber weil der hell war, war der irgendwie wie anders als die anderen Eindrücke, da schien es eher im Dunkeln gehalten worden zu sein. Und weil diese Assoziationen sich sehr nach Kleinkindzeit anfühlen, würde ich sagen, das war in den USA. Genau, ansonsten gab es da Vergewaltigungsszenen in Finnland, an die ich mich erinnere, jetzt diesen Sommer gerade erinnert habe. Das war dann draußen, aber das hatte dann nichts mehr mit den rituellen Dingen zu tun. Aus meinem Gefühl ist das, ja, war das eher nicht mehr diese Kreise und nicht mehr diese rituelle Qualität. Es ist halt ein, und das wundert mich auch bis jetzt, wie stark dieser wohl biologische Drang ist von Kindern dazu. Also dazu zu gehören, ist viel zu schwach gesagt. Also sich verbinden zu müssen mit jemand Vertrautem und wie das, ja, wahrscheinlich gehört das in die Kategorie des Stockholm-Syndroms, also in dieser Art. Das ist was sehr biologisch, das kann ich jetzt fühlen, jetzt kann ich es nachvollziehen, wie stark das ist. Und deswegen das spielt dann in die Hände der Täter, dass sie das nutzen können, dass Kinder nun das aller Wichtigste und sogar wichtiger als zu leben sogar. Also es ist zwar zum Überleben da, aber es fühlte sich für mich auch an, ich sterbe dafür gerne. Ich werde Schmerzen ausstehen, nur damit ich mich verbunden fühle mit den Tätern und auch, ich werde auch auf die Seite der Täter gehen und mich loyal verhalten oder das tun, was sie wollen. Ja, und das ist vielleicht auch ein Programm, das kann auch sein, dass es noch über diesen biologischen Drang, den wir haben als Säugetiere, hinausgeht. Und die Methoden sind
so, dass ganz schnell das Nervensystem in einen Zustand kommt, dass diese normale Kampf- und Fluchtbewegung, die auch Kinder schon von klein auf haben, dass die ausgeschaltet sind. Also es geht um die Elektroschocks. Mein Gefühl war, es ging um Abrichtung eher und eben genau um so Zustände zu erreichen, wo dieser Kampf- und Fluchtimpuls und wo das Kind normalerweise laut schreien würde, dass das einfach abgeschaltet wird, für weitere Situationen nicht mehr zur Verfügung steht. Weil das so, so zentral ist, dieses Gefühl, dass es diese ganz genaue Beobachtung, mir kommt es sogar vor, dass es den Tätern selbst gar nicht bewusst ist, wie sehr das eigentlich einen Einfluss hat, dieses genau beobachtet werden. Diesen Punkt, als wäre das so ein magischer fast, also der angestrebte Punkt irgendwie schlechthin, der irgendwie diesen Tätern ganz, ganz, ganz viel bedeutet, wo die Grenze zwischen Leben und Tod. Und ich hatte das Gefühl, bin auch öfter in Sterbezustände geraten und wurde immer wieder zurückgeholt. Und das hat sich so ausgewirkt, also jetzt Gott sei Dank scheint es ein Stück weit geheilt zu sein, aber dass ich die letzten Jahre total drum gerungen habe, in genau diesem Zustand zu sein. Ich würde auch gerne eigentlich sterben, das wäre dann die Befreiung endlich eigentlich, aber es geht nicht. Ich bin gefangen genau in diesem Zwischenstadium eigentlich schon sterben zu können, wollen und aber nicht zu können. Also da, und das ist das Typische dann an Kindern, sie können da nicht selbst entscheiden. Also die werden dann da gefangen gehalten an dieser Stelle. Und das eben auch mit diesen Ertränkungen, also verschiedene andere Methoden, wo man guckt, okay, jetzt hier ist dann die Stelle, wo das Kind nicht mehr zurückgeholt werden kann. Ja. Und das aber noch vorher abgefangen zu haben, so oft, also in verschiedenen Situationen. Ja. Also etwas, was mir, wie so fühlt sich es an, immer als Botschaft gegeben wurde durch den ganzen Prozess, auch den Heilungsprozess, und das ist auch das, was ich gerne anderen weitergeben würde, ist, dass es sich unglaublich lohnt, in die eigenen dunklen Bereiche zu schauen, zu fühlen, sich da reinzubegeben. Ja, mit Hilfe, auf jeden Fall mit Hilfe. Ich würde auch unbedingt sagen, mit dem eigenen Körper, also mit der Fähigkeit des Körpers, Intensitäten halten zu können. Mit dem Fokus auf den Körper, das ist wirklich, ich habe sehr viel mit therapeutischen Methode SE gearbeitet und es ist mein täglicher Begleiter und auch TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises. Und das hat unfassbar viel Kraft gegeben und Halte und Containing für diese sehr, sehr intensiven Dinge, die einen durch und durch kommen, wenn man sich mit dem Dunklen und Schwierigen befasst. Und das wünsche ich natürlich niemandem, aber es ist auch ein Abenteuer. Ich will das überhaupt nicht schönreden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tricky, aber es lohnt sich nichts mehr und es führt einfach zu Leben, zu Licht und einer tiefen Dankbarkeit ans Leben. Also, und dann den Menschen, die mich begleitet haben und mir geholfen haben. Und zu haben, also das kommt mit dieser Entscheidung, ich gehe und schaue mir die dunklen Dinge an. Ja, das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, was ich dazu sagen würde. Ich denke, ach genau, ich würde auch wirklich sagen, das ist die Friedensarbeit schlechthin, die wir tun können. Genau, das ist mir wichtig. Und das ist noch viel wichtiger, als in den Aktionismus zu gehen, obwohl man, wenn man sich dazu gerufen fühlt, ist das auch wichtig. Aber ich finde, energetisch und von der Wirkung her, die das
ins Leben und in die Welt rausträgt, ist dieser mutige Schritt zu sich selbst hin, zu dem Dunklen und auch andere Qualitäten. Es muss nicht nur dunkel sein, dass das etwas unfassbar Starkes, Kräftiges, Mächtiges ist, auf gute Weise.